Hallo meine lieben Freunde, danke, dass ihr bei mir wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Nero und wir spielen zusammen wieder eine weitere Folge vom Turmeul. Ja, wir haben in der letzten Folge anscheinend am meisten Geld gemacht, wobei dieser kleine Hans Wurst hier uns ziemlich noch auf der Pelle rückt. Und ich möchte eigentlich gerne die Speed-Kapazität, glaube ich, erhöhen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Maulwürfe, sind auch ganz geil. Was würde der uns anbieten? Nichts Schönes. Na, will ich auch nichts. Wir könnten die Tanks auch erhöhen. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir nehmen erstmal die blöde Geschwindigkeit der Wagen. Aber nee, erstmal kaufen wir ein Stück Land. Gucken uns an, wie viel wir dafür zahlen müssen. Ich hoffe natürlich nicht sehr viel. Oh. 4 Stück Land, 4 Leute. Auf geht's. Ich versuche mal günstig bei rauszukommen. Ich glaube, es macht hier keinen Unterschied mehr, wo. Ehrlich, Leute. Zahle ich am wenigsten. Na gut, dann haben wir ja doch noch das Geld, um ein Upgrade zu holen. Jetzt sind die Wagen ganz schnell und wir haben kaum noch Geld. Wir sind pleite. So, wir starten wie immer mit 2000 Dollar. Ergibt sich 80 zu 51 noch. Ich glaube, das wird sich demnächst aber schnell ändern. 1 Cent gestiegen und hier vor 30 Cent. Ist auch bei 40 angefangen, oder? Jo, schon überholt. Nee, ihr sollt nicht an einer Stelle suchen, Leute. Ihr habt mir fast einen Monat gekostet. Alter, legt doch mal zu, findet doch mal was. Geht doch. Was für ein Traumpreis von über 1 Dollar. Yes, und direkt angebohrt. Sehr schön. Hole ich mir auch gleich ein zweites Pferd. Und macht das Rohr ein bisschen dicker. In der Hoffnung, dass das auch eine große Ölquelle ist. Sieht erstmal so auf den ersten Blick so aus. Könnten die Pferdchen ja schön hier verkaufen. $1,28, nice. Schon fast refinanziert alles. Oh Gott. Ehrlich? Na gut. Rechts ein, links ein. Also Ölturbom. Wagen mal ein bisschen geupgradet. Dann können die auch ein bisschen mehr mitnehmen. Und ich glaube, ich brauche hier noch ein Pferd. Aber das Ding fördert schneller, als die Pferdchen da sind. Ich weiß nicht mal, wie groß das hier hinten ist. Könnte ärgerlich werden. Könnte ärgerlich werden. Wir machen jetzt mal auf jeden Fall Maulwurf-Attack. Gucken wir mal, was hier so in der Nähe ist. Hätten die Maulwürfe, kann man ja auch noch upgraden, dass die mehr Dreiecke abgrasen. Was natürlich super cool wäre. Hier ist doch was. Ich habe schon was gefunden und hier auch. Beeilt euch. Wir sind ja fast wieder unter 1 Dollar. Hälfte. Hilft, damit ich von hier noch zum Abzweig machen kann. Also ihr wisst, was ich meine. Oh, wenn das weiter so geht, muss ich jetzt hier tatsächlich mal den Kauf stoppen. Hier hinten ist es wirklich verschenkt. Das macht doch das gar nicht.
Super Maulwürfel, super. Ja, einen nehmen wir auch nochmal. Wir haben jetzt ziemlich viel Geld in Maulwürfe und Sucher hier investiert. Aber vielleicht hat der eine oder der andere das schon mitbekommen. Die Erde geht immer weiter höher. Oh Mann, jetzt muss ich alles voller Silos zukleistern. Ich glaube, das ist ein eigenes Feld für sich. Oh ja, Glück gehabt. Das hatte ich schon selber gefunden, du Lackaffe. Genau, da abfüllen. Hier hinten können schon mal, kann man wieder anfangen zu verkaufen. Natürlich blöd, dass wir jetzt 1000 Dollar nur alleine für Silos ausgeben mussten. Aber ich glaube, wir haben ja auch schon alle Ölfelder gefunden. Ich kann mir kaum vorstellen, dass hier noch irgendwo eins ist. Na gut, vielleicht hier hinten oder so. Oder hier hinten. Das ist riesig. Willst du mich verarschen? Wo denn? Ach nee, alles richtig gewesen. Hier hinten, und zwar alles bitte verkaufen. Der hier ist tot, okay. Lieber Maulwurf, du solltest hier suchen. Was? Für 1,50? Megapreis, Megapreis, sage ich euch. Dafür hat sich sogar das Lagern gelohnt. Obwohl der Preis ziemlich schnell wieder in den Keller fällt gerade. Noch so viel verkaufen, wie es geht, und dazu investiere ich nochmal 1000 Dollar, damit es jetzt noch schneller geht. Wie ihr seht, jetzt rasen die durch die Gegend. Oh, hier hinten habe ich eins. Hoffentlich meint er nicht das. Oder, na gut, vielleicht hoffentlich meint er das. Und das meinte er noch nicht mal. Hier ist also noch ein Ölfeld, wo ich nicht weiß, welches er meint. Willst du mich verarschen? Das war schon angebohrt. Super. Und wo ist das jetzt? Ich finde das nicht. Darf ich nicht? Achso, ich habe schon zwei Abzweigungen. Okay. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja? Ja, das war's. Oh, 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 sagt mir noch mal einer Bescheid, dass ich mein Öl gerade verschenke. Und hier hinten ist wirklich kein Öl mehr. Nur schwer vorstellbar. Guck mal, Stufe 3 können wir auch noch upgraden. Yeah.
können die nämlich hier mit Full Power beide saugen. Während der hier auch noch ausgesaugt wird. Ja, schon bei 1,80. Ich warte noch ein bisschen. Unsere Pferde sind ja nun deutlich schneller als früher. Die haben ja noch mal ein Speed-Upgrade bekommen. Man wird ja gierig, ne? Ja, komm, mindestens über einen Dollar. Okay. Dann verkaufe ich mal, egal wie hoch es noch geht. Über einen Dollar ist okay, finde ich. Ja, seht ihr, hier wird schon flupp abgesaugt. Gott. Jeder Professionelle wünscht sich wahrscheinlich so zu saugen zu können. Das hat niemand gerade gehört, ne? So, jetzt haben wir nämlich tatsächlich die Pumpgeschwindigkeit hier ein bisschen beschleunigt. Oh. So, jetzt gibt es ja volle Power. Über einen Dollar wird rausgekloppt, was das Zeug hält. Oh, wir sind schon im September, wir kloppen alles mal raus. Ich muss nur gucken, dass ich den besten Preis erwische. 99 noch, macht es keinen Unterschied, alles hier rüber. Oh, graden wir die auch nochmal ab. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt noch gewinnfördernd war. Ich würde sagen, 1,10 Dollar ist gut, oder? 1,11, nice. Wir machen nochmal richtig hier, holen nochmal richtig das Geld raus. Wenn ihr mal seht, was wir investiert hatten, um die Wagen zu verbessern, ist ja alleine das, was wir jetzt hier an Öl rausgehauen haben, durch die guten Preise schon wieder genau die Investition. Das ist tot, das bedeutet, ich hole die natürlich jetzt auch nochmal das dicke Öl raus. Der auch ist tot, das heißt, wir haben nur noch die eine Ölquelle. Krass. Oh, aber jetzt hier mit voller Power dafür. Nichts anbrennen lassen. Jo, saugt das Öl direkt an der Quelle ab. Nice. Guck mal, wir haben schon locker die 30.000 erreicht. Nur der eine Wagen steht hier ein bisschen doof rum, stand doof rum. Oh, jetzt ist auch die letzte Ölquelle versiegt. Passt sogar, gerade kurz vor unter einem Dollar. Dann können wir tatsächlich sogar schon den Monat hier beenden. Normalerweise gibt es aber hier... Jetzt kann ich doch hier sagen, das ist okay, 10%. Okay, ich krieg sogar noch Geld. Das wäre doch gegangen. Ich habe das nur vorher irgendwie anders gemacht. So, wir haben noch Geld dafür bekommen, dass wir den Monat abgebrochen haben. So stellt man sich das vor. War also doch in der Mitte. Extra, seht ihr? Wir haben alles Öl rausgeholt und alles verkauft. Es gab nochmal 1000 Dollar extra. Yeah. Und, oho, 4, 4, 4 und 5. Also 4, 4, 5. Na, 6. Sagen wir mal 5, 5, 6. Passt besser. Und wir mit unserem 35.000. Nice. Okay, das Öl hat uns jetzt in die Wüste gebracht. Und es gibt jetzt auch Diamanten im Boden. Okay. Weil es jetzt Diamanten gibt,
müssten wir jetzt eigentlich ein Upgrade auf unsere... Ah, wir müssten hier so viele Upgrades machen. Und die sind so teuer. Naja, machen wir mal mit jemandem ein Upgrade. Ist okay. Dann hat uns ja nichts anderes übrig. Diamonds kann man jetzt verkaufen. Sehr schön. Nein, nein, hier, ich will nochmal in die Bar. Oh, die bieten uns was an. 50% interessieren sich. 88 als niedrigstes. Ja, 88 als niedrigstes. Ist gar nicht mal so schlecht. Für 3000 Dollar mehr. Das heißt, wir bräuchten keine Silos. Na komm, das machen wir mal. Über 1 Dollar wäre schön, aber das gibt es natürlich nicht. Das ist nur der Counter. Den brauchen wir nicht. Ja, hier, ich möchte das nächste Mal die Maulwürfe nochmal, aber es braucht nochmal 20.000. Und langsam wird das Geld knapp. Ich gucke gerade, ob es hier noch schöne Sachen gibt. Oh, Drill. Ach, scheiße. Den Drill, den müssen wir uns als nächstes unbedingt holen. Tja. Aber welches Stück Land wir uns tatsächlich holen und ob sich das lohnt, das erfahrt ihr dann erst in der nächsten Folge von Turmoil. Ja, mieser Cut, aber ihr wisst ja, eine Folge ist einmal eine Folge halt, also ein hoher Tag hier bei uns, meine ich damit. Danke, dass ihr dabei wart, wenn es euch gefallen hat. Macht mal einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.